Ja, hallo zusammen. Heute kommt so ein bisschen so ein abschließendes Video zu dem Thema, was brauche ich eigentlich, wenn ich mit Malen anfangen will. Ich habe halt mal so eine Grundausstattung, so ein absolut Basic für Anfänger zusammengestellt mit nur drei, vier Besonderheiten dazu, die aber meistens gar nichts kosten. Und ja, ich fange einfach mal an. Ach so, mein Sprüchlein noch. Was ich euch hier zeige, das ist von Anfängern für Anfänger. Ich male, wie gesagt, selber noch nicht so lange und von daher, ja, wenn ich irgendwas falsch mache oder irgendjemand das anders sieht, dann bitte Bescheid geben, dann kann ich das natürlich noch nachträglich noch ändern. Also fangen wir an. Die Tutorials zu den einzelnen Sachen habe ich ja größtenteils schon fertig. Das erste, was wir natürlich brauchen, sind die Pinsel. Jetzt kommen auch gleich nur die Preise dazu. Da könnt ihr rechnen 20, 30 Euro ungefähr, wenn ihr euch vernünftige Pinsel kaufen wollt. Ja, ich habe jetzt nochmal zusätzlich zum Pinseltutorial noch einen Pinsel ergänzt. Das ist nichts anderes als ein Baumarktpinsel. Den brauche ich, wenn ich meine Leinwände mit Gesso behandeln will. Was Gesso ist, habe ich in dem Tutorial Malgründe erklärt. Ja. Dann, neben dem Pinsel ist natürlich das zweitwichtigste, die Farben. Und ich habe mal die Farben, wo ich glaube, dass man die als Anfänger ganz gut benutzen kann, mal aufgeschrieben. Die in Klammern stehen, die Sachen, die muss man nicht haben, aber die sind vielleicht ganz günstig. Also zuerst ist das Cadmiumgelb, dann haben wir Orange. Da könnt ihr zum Beispiel ein Cadmium-Orange nehmen, aber im Prinzip tut es da jeder einigermaßen normale Orangeton, also keine knalligen Farben. Dann Permanentrot oder ein anderes kräftiges Rot, wie zum Beispiel Zinnoberrot, Krapprot. Das ist sehr, sehr intensiv, dunkel, kann man super zum Mischen hernehmen. Lichter Ocker, braucht man vor allen Dingen in der Naturmalerei sehr häufig. Kann man mit Blau ganz interessante Grüntöne dann auch mischen. Dann mache ich dann auch nochmal ein Tutorial dazu. Dann Ultramarinblau ist natürlich klar, das braucht man für Himmel, Wasser und so weiter. Das gleiche gilt für Kölinblau. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Grün ist echt ein Problem. Also ich tendiere eher zu einem mittleren Grün, wie zum Beispiel einem Chromoxidgrün. Verwende aber auch sehr häufig Permanentgrün. Das ist sehr knallig und hell. Damit kann man halt super Highlights mischen. Also ich persönlich finde es leichter, ein helles Grün dunkler zu mischen, als ein dunkles Grün mit Gelb heller zu machen. Das finde ich relativ schwierig. Eisenoxidschwarz ist auch okay. Umbra gebrannt und Siena gebrannt, das müsst ihr nicht unbedingt haben. Ihr seht, da ist ein kleiner Abstand. Mit dem Eisenoxidschwarz, die drei Farben müssen nicht unbedingt sein, aber ich finde sie sehr, sehr hilfreich, weil man damit halt zum Beispiel mit Ultramarin Blau und Umbra gebrannt, kriegt dann ein super dunkles Grau hin, das er mit Weiß aufhellen könnte und ihr habt dann eine unglaubliche Palette an Grautönen zur Verfügung. Ich finde es wirklich klasse. Das gleiche gilt für Siena, da kann man schöne Terrakotta-Töpfe, den Boden, eine kräftige Bodenfarbe, also das sind beides Erdfarben, die sind ganz wunderbar. Und logischerweise Weiß, ja, und ganz zum Schluss halt das Gesso. Hier habe ich euch noch zwei Tuben hingelegt, nämlich die, damit ihr auch wisst, welche Größe. Das ist jetzt so eine 75 ml Tube, damit kommt da locker ein paar Monate hin. Und das ist halt das Gesso, das gibt es in der Regel in Tuben oder in Töpfen, das ist sehr teuer. Also zu dem Pinsel habe ich gesagt, braucht ihr ungefähr 20 bis 30 Euro. Hier inklusive Gesso könnt ihr so ungefähr 35, 40 Euro rechnen. Also wenn ihr eine vernünftige Farbe natürlich nehmt. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten über. Wir haben Farbe, wir haben Pinsel, jetzt brauchen wir Malgründe. Dazu habe ich auch ein Tutorial gefilmt, von daher brauche ich nicht mehr viel sagen. Also wir haben von oben nach unten, wir haben die Leinwand, wir haben die Malpappe und wir haben einen Acrylblock. Die kauft ihr euch halt in den Größen, die ihr persönlich für euch passend findet. Und unten habe ich noch einen Skizzenblock. So, da könnt ihr rechnen, ungefähr für die Malgründe ca. 8 Euro, für den Aquarellblock nochmal 6 Euro, Skizzenbuch auch nochmal 5 Euro. So, machen wir hier weiter, sind wir schon auf der vorletzten Reihe. Ganz oben habe ich die Aquarellstifte, die brauche ich fürs Vormalen. Darunter habe ich ein Malmesser, brauche ich wie gesagt zum Anmischen oder zum schnellen Verstreichen von Farbe. Ich habe jetzt nur eine Größe hingelegt. Ihr wisst ja, dass man da mehrere Größen
verwenden kann, dann ist hier meine Palette, das ist die billigste Form der Palette, die kostet einen Euro, das ist einfach nur ein Zeichenblock, ein ganz billiger aus dem Discounter. Achso, oben die Preise noch. Aquarellstifte 2 Euro beim Discounter, Malmesser 5 bis 6 Euro. Ja, und dann braucht er noch eine Küchenpapierrolle zum permanenten Reinigen der Pinsel, zum Trockenmachen der Pinsel. Ja, das habt ihr bestimmt zu Hause, da braucht man nicht lang drüber reden, das kostet nichts. So, kommen wir schon zur letzten Reihe. Das sind jetzt Sachen, die habe ich noch in keinem Tutorial gehabt, aber die sind irgendwo auch ein bisschen logisch. Also deswegen ein eigenes Video zu machen, ist ein bisschen blöd. Also, da haben wir zuerst mal oben einen Topf fürs Wasser. Ich nehme dort diese Joghurt, die 500 ml Joghurtbecher her. Ihr könnt auch ein Glas nehmen. Ich empfehle euch, einen wirklich großen Topf zu nehmen, wenn der Topf klein ist. Dann habt ihr relativ schnell Pigmentreste drin, die das Wasser vergrauen oder verbraunen. Und gerade wenn ihr mit hellen Farben arbeitet, dann nehmt ihr das mit ins Bild und das gibt halt so einen Schleier dann. Also bitte das Wasser immer möglichst häufig wechseln oder gleich mehrere von den Töpfen verwenden. Ich habe sogar meistens nebenan noch einen ganz, ganz, ganz großen Eimer, wo ich die Pinsel dann nochmal richtig, richtig sauber mache. Okay, darunter ist was, wenn ich fertig bin mit dem Malen, auch das habe ich noch nie gezeigt. Das ist eine sogenannte Pinselseife. Die kostet je nachdem viel Geld oder wenig. Also ich habe mir eine für 1 Euro gekauft. Ihr könnt aber auch eine Kernseife hernehmen, wenn ihr ganz wenig Geld habt. Und die Reste, die tut ihr in so ein Töpfchen oder in ein kleines Glas rein. Da geht ihr dann mit dem Pinsel rein und dann könnt ihr super sauber machen. Pinselseife ist wirklich nötig, damit die Pinsel wirklich lange halten. Ne? Also das ist so ein so ein Block Pinselseife, da kommt er locker ein Jahr damit hin. So, dann haben wir noch den Schwamm. Da wisst ihr ja, dass man damit die Aquarellvormalung wegwischen kann, wenn man sie nicht mehr braucht. Was habe ich noch? Ich habe noch 2, 3 Sachen jetzt noch hier. Und zwar zum Signieren. Das hört sich zwar komisch an, aber gerade wenn man jemandem was schenken will, also ich denke, da gibt es nichts Persönlicheres als so ein schönes Bild, dann ist es natürlich schön, wenn derjenige es noch in Jahre danach halt auch weiß, von wem es ist. Und das signiert man halt, kann man mit einem Pinsel machen. Als Anfänger ist es ein bisschen schwierig, mit diesem Pinsel so fein zu malen. Und da habe ich halt festgestellt, schwarz passt meistens, also wenn es gerade ein sehr helles Bild ist. Das ist jetzt ein Kalligrafiestift. Es gibt aber auch Tuschestifte. Die kosten ungefähr 2-3 Euro. Ja, das ist auch was, das habe ich noch nie gezeigt, hätte ich eigentlich machen sollen beim Thema Bild vergrößern. Ich zeige es nochmal ausführlicher beim Thema draußen malen. Ja, das ist ein Bildsucher, der kostet 80 Cent, einen Euro vielleicht. Ja, und der hat, wie ihr seht, hier schon vor, ich lege es mal hier drauf, dann kann man es besser vielleicht sehen. Also der hat schon so eine Rasterung, so wie ich es beschrieben habe beim Bildvergrößern. Das heißt, ihr könnt diese Rasterung auf die Leinwand direkt von vornherein übertragen und dann sucht ihr euch einen passenden Bildausschnitt und könnt dann aus der Natur die Rasterung direkt übertragen. Gut, was habe ich hier noch? Ich habe so eine komische Spraydose. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ihr nicht unbedingt braucht. Also das braucht ihr nicht unbedingt, das braucht ihr im Prinzip auch nicht unbedingt. Vorteil ist halt, das ist eine lichtechte Farbe, ihr könnt euch erinnern, die Preise bei den Farben gehen unter anderem über die Lichtbeständigkeit. Wenn ihr jetzt irgendeinen Billigfilzer nehmt, dann kann ich euch versprechen, dass der nach einem Jahr so ausgeblichen ist, dass man nicht mehr sieht. Das braucht ihr nicht unbedingt, vor allen Dingen, wenn ihr nicht draußen malt, ist aber auch kein Preisfaktor. Das ist jetzt ein Preisfaktor, das ist ein Fixativ, das verwende ich, um Malpappen, fertige Bilder zu fixieren, dann kommen die Farben noch mal ein bisschen kräftiger raus und gleichzeitig wird die Acrylfarbe noch mal geschützt. Man kann das Bild dann ohne weiteres feucht abwischen. Und ein weiterer Vorteil ist, das kommt dann in einem späteren Tutorial zum Thema Rahmen. Ich kann das Bild, weil es jetzt ein bisschen glänzt und einfach ein Stück schöner aussieht, kann ich das Bild dann auch ohne Glas rahmen. Ja, spart mir Geld und spart mir deutlich Geld. Ich brauche kein Passepartout, ich brauche kein Glas. Da kann ich mir sogar richtige Künstlerrahmen auf Maß machen lassen und es kostet mich nicht die Welt. Ja, alles was ihr hier jetzt habt, kostet summiert ca. 100-110 Euro. Damit seid ihr dabei und die meisten Sachen, die halten relativ lang. Ne? Es ist ja davon abhängig, jetzt wie viel Leinwände und Malgründe ihr jetzt kauft. Ne?
Aber schlussendlich kommt damit locker ein halbes Jahr hin und mit den Pinseln vielleicht ein, 2 Jahre, je nachdem, wie viel er malt, mit den Farben bestimmt auch ein halbes Jahr. Also es ist, finde ich, ein Hobby, das man sich gerade noch leisten kann, wo man nicht verarmt dadurch. Also ich kenne viele Hobbys, die teurer sind. Wenn man mal überlegt, ein paar Laufschuhe vernünftige, da seid ihr weit über 100 € los. Und die sind vielleicht, die halten auch nicht länger als ein Jahr. So, jetzt schauen wir mal hier. Das Letzte, was noch richtig dick ins Geld geht, da habe ich auch ein Fragezeichen gemacht. Braucht ihr eine Staffelei? Gibt es kein Tutorial von mir, außer vielleicht mein Video, wie ich meinen Malkoffer selber gebaut habe. Ihr, aus meiner Sicht, ihr braucht keine Staffelei am Anfang. Also ich habe auch ein halbes Jahr ohne gemalt, auf dem Boden kniend, das war sehr ungemütlich. Dann bin ich irgendwann auf dem Küchentisch ausgewichen, habe halt ein Wachstuch drüber gelegt. Das reicht dicke. Also eine Staffelei braucht man eigentlich wirklich nur für draußen oder wenn man halt größere Bilder dann malt und immer wieder einen Schritt zurücktreten möchte, um zu gucken, ja, ist das Bild jetzt was? Ne? Das geht am Tisch, kann man nicht zurücktreten, da müsste man ja fliegen. Gell? Also muss man halt irgendwie immer das Bild an die Wand stellen und wieder zurück. Das ist ein bisschen mühsam, aber mühsam und ihr spart euch viel Geld. Also kauft euch bloß nicht diese Billig-Dreibein-Staffeleien aus dem Discounter. Die gibt es jedes Jahr kurz vor Weihnachten, gibt es die meistens im Angebot. Die sind überwiegend Schrott, die lassen sich einfach nicht festziehen. Und die gehen immer wieder in die Knie, grätschen auseinander und dann liegt der ganze Dreck am Boden und es macht einfach keinen Spaß, mit denen zu arbeiten. Dann baut es euch lieber aus Restholz oder baut es euch aus Restholz, nagelt es euch irgendwas zusammen, schaut euch das mal in einem Künstlermarkt an und nagelt euch das zusammen. Das ist doch egal, das muss ja nicht schön sein, das muss funktional sein. Ne? Es sieht euch ja keiner beim Malen. Ja, das wäre also alles zum Thema Grundausstattung. Ja, ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Also ich glaube, so die wichtigsten Sachen sind hier. Es gibt nur ein paar spezielle Sachen. Bringe ich vielleicht später nochmal ein, wenn man dann, wenn ich mal Tutorials mache zu einzelnen Bildern. Also ich werde in 2 Wochen wahrscheinlich das erste Tutorial machen zu einem Bild, das ihr malen könnt. So ein typisches Anfängerbild, Mohnblumen vor einem blauen Himmel. Das kennt ihr ja schon in groß, das kann man aber auch in klein malen. Also ist auf meinem Channel, auf meinem Kanal, da könnt ihr euch das angucken. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder was gebracht. Ich freue mich wieder über eure Bewertungen, über die Kommentare und ja, über das ein oder andere Abo freue ich mich natürlich auch. Gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.